Dr. Alexander Graf ist nicht nur Präsident eines Ritterordens, sondern geht in seinem bürgerlichen Beruf einer unglaublich wichtigen Tätigkeit nach. Weiters berichtet er im zweiten Teil von Nette Leid über ein völkerverbindendes Band und die Chance auf Frieden. Willkommen zurück bei Nette Leid mit Dr. Alexander Graf im Studio, Präsident des St. Stanislaus-Ordens und Unfallchirurg am Wiener Lorenz-Böhler-Krankenhaus, stellvertretender Primar der Unfallchirurgie. Willkommen, Herr Dr. Graf. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben im ersten Teil unseres Gesprächs schon viel erfahren über den St. Stanislaus-Orden, über die karitative Prägung des Ordens, darüber, dass auch Frauen wie Männer Mitglieder sein können, dass der Orden weltweit tätig ist. Und heute wollen wir ein bisschen auch mehr über Sie selbst erfahren. Vielleicht einmal gleich einmal ganz persönlich, wie sind denn Sie Ritter geworden des St. Stanislaus-Ordens? Ja, das war eigentlich ganz zufällig. Ein Freund von mir hat mir gesagt, ich habe eine Architektenkollegin, die macht eine Veranstaltung in Niederösterreich auf einer Burg. Und ich muss da Leute von Wien-Schwechat dorthin bringen und wieder zurück. Magst du mir nicht helfen? Habe ich gesagt, ja, kein Problem, helfe ich dir natürlich. Es hat sich herausgestellt, dass das eine Investitur vom Stanislaus-Orden war, so von meiner Vorgängerin. Und ich habe dann das Jahr darauf wieder geholfen und habe gesagt, das würde mich eigentlich interessieren. Und so bin ich da hineingerutscht. Das war eigentlich wirklich ein reiner Zufall. Und wie das Leben so spielt mit Fügungen, wo man Menschen kennenlernt und damit ergeben sich neue Perspektiven. Es waren interessante Menschen dort. Wir waren dann natürlich auch eingeladen zum Abendessen. Ich habe die Menschen dort kennengelernt, habe mir gedacht, sind eigentlich wirklich okay. Mit denen kann man sich sozusagen zusammensetzen. Und persönlich, also beruflich, haben Sie den anspruchsvollen Beruf des Unfallchirurgen im Lorenz-Böhler-Krankenhaus, sind stellvertretender Primar. Das ist sicher keine einfache Aufgabe, denn es kommen Menschen, die ins Spital eingeliefert werden, die mitunter schreckliche Unfälle hatten, die Traumata haben. Ist das etwas, was Sie manchmal auch seelisch belastet? Ja, selbstverständlich. Also ich habe Unfälle erlebt und Einlieferungen erlebt, die sich tief in mein Herz eingebrannt haben, weil sie in ihrer Tragik so furchtbar waren. Aber wenn Sie erlauben, möchte ich das hier gar nicht ausführen, weil das würde wahrscheinlich alle verschrecken. Ja, selbstverständlich hat man solche Erlebnisse. Aber in der Unfallchirurgie haben wir, einmal abgesehen von den Leuten, die leider an ihren Unfällen und deren Folgen versterben, meistens ein sehr positives Outcome. Wir kriegen einen Schwerverletzten, wir reparieren ihn, wenn Sie so wollen, und das endet dann gut und er verlässt letztendlich das Krankenhaus und die Behandlung gehend im Idealfall. Abgesehen davon, der wirklich Schwerverletzte ist ein geringer Prozentsatz. Das meiste, was wir behandeln, sind Sportverletzungen und Arbeitsunfälle. Also das ist, wie ich angefangen habe, waren Autounfälle und schwerste Arbeitsunfälle, aber dank der eingeführten Gesetze, die ganzen Maschinen weniger gefährlich machen, die Arbeitsplätze weniger gefährlich machen, die Autos fahren besser, haben alle Airbags drinnen. Es passiert Gott sei Dank nicht mehr so viel. Also die Anzahl der Schwerverletzten in Österreich hat sich auf ein Viertel reduziert in den letzten Jahrzehnten. Jetzt könnte man sagen, es wird immer propagiert, die Menschen sollen Sport betreiben. Sport ist förderlich für unsere Gesundheit. Ist es auch. Man kann sich halt verletzen. Das und kann die schon Verletzungsgefahr passieren, ne? Ist natürlich auch hoch. Natürlich, man kann den Menschen nicht sagen, passt auf, dass ihr euch nicht verletzt, denn das kommt einfach vor, nicht? Aber Sie sehen schon, Sie haben schon gesagt, dass die statistisch ist nachzuweisen, dass natürlich heute die Freizeitunfälle deutlich zugenommen haben. Natürlich, und es gibt immer so Moden, zum Beispiel die Elektroscooter versorgen uns wirklich verlässlich mit schweren Verletzungen, weil leider muss ich sagen, die Menschen mit bis zu 40 Stundenkilometer ohne Helm
auf dem Trottoir unterwegs sind. Und das führt einfach leider sehr oft zu wirklich schweren Verletzungen. Aber auch das kriegen wir in den Griff. Aber dank eben der modernen Medizin, dank der Wissenschaft, Stichwort Wissenschaft, moderne Medizin, wir haben unglaublich große Fortschritte gemacht auf allen Bereichen der, in allen Bereichen der Wissenschaft und natürlich auch in der Unfallchirurgie sind wahrscheinlich heute Dinge möglich, die vor 20, 30 Jahren nicht so einfach wiederherstellbar waren. Vielleicht können Sie da ein Beispiel nennen. Wir haben ein Beispiel zu nennen, ist nicht so schwierig. Die Unfallchirurgie ist ein sehr mechanisches Fach. Also es geht bei uns um die Implantate und dergleichen. Die Implantate haben einen so großen Fortschritt gemacht in ihrer Qualität, in ihrer Zusammensetzung und in ihrer Verträglichkeit, dass wir diese ganzen Implantatkomplikationen, die wir früher hatten, wie ich angefangen habe, das gibt es einfach nicht mehr. Die Menschen werden mit den neuen Implantaten versorgt und sie kommen viel schneller wieder auf die Beine. Die Krankenhausaufenthalte sind immer noch ein paar Tage, früher waren das Wochen. Und das ist natürlich für die Patienten gut, es ist für uns angenehm, weil wir den Fortschritt sehen und es ist volkswirtschaftlich auch ein großer Gewinn. Jetzt ist also, wie Sie eben auch gesagt haben, evident, dass wir in der Medizin wie in vielen anderen Wissenschaften unendliche Fortschritte machen ständig. Ja? Also Dinge, die nicht möglich waren, noch vor 20, 10 Jahren manchmal, die heute möglich sind. Und auf der gleichzeitig gibt es eine fortschreitende Tendenz bei manchen Menschen der Kritik an der Wissenschaft oder der Wissenschaftskritik an sich, der Fundamentalkritik an Wissenschaft. Wie geht das zusammen? Ja, die Wissenschaftsfeindlichkeit, die wir ja zum Beispiel im Zuge der Covid-Epidemie ganz exorbitant gesehen haben, ist ein Problem. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich ja selber sozusagen in dem naturwissenschaftlichen Bereich drin bin. Vielleicht erklären wir uns den Leuten zu wenig. Vielleicht sind die Menschen überfordert von zu viel Information, mit der sie nichts anfangen können. Und ja, es ist in der Politik und in der Gesellschaft eine gewisse Überdrüssigkeit zu erkennen, sich Dinge erklären zu lassen. Die Menschen glauben, sie können sich das vieles selbst erklären. Das führt leider zu Trugschlüssen. Aber davor ist ja niemand von uns gefeit, nicht? Zu glauben, ich weiß das eigentlich ohnehin besser. Das stimmt nur leider nicht. Das heißt also, Menschen, Fachleute wie Sie, Experten wie Sie, müssten mehr volksbildend tätig sein, beziehungsweise müssten die Medien mehr vielleicht konkretere Beispiele von Fortschritt in der Wissenschaft bringen, mit dem man wirklich was anfangen kann. Und vor allem in Ihrem Fach ist das vielleicht dann auch augenscheinlich. Bei uns ist das nicht so ein großes Problem, nicht? Weil Leute kommen herein mit gebrochenen Knochen. Wir reparieren in Anführungszeichen die gebrochenen Knochen und sie verlassen das Krankenhaus wieder gesund. Aber bei so komplexen Geschichten wie die Virusforschung RNA und DNA, ja, ich meine, wer soll sich da auskennen, der Laie ist, aber trotzdem möchte jeder was dazu sagen und es führt zu einer unglaublichen Verunsicherung. Aber die Menschen müssen aufgeklärt werden, es führt kein Weg daran vorbei. Herr Dr. Graf, Sie haben uns auch etwas mitgebracht. Ich habe Sie gebeten, bringen Sie uns bitte was mit, etwas, an dem Sie hängen oder etwas, das Ihnen etwas bedeutet. Ja, Sie werden sich jetzt denken, ich habe ihm gesagt, er soll mir was mitbringen und er hat es im Sakko. Und dann bringt er uns ein Bandel mit. Aha, bitte, ein Bandel. Das ist mal was anderes, ein genau. Bandel. Was hat es mit dem Bandel auf sich? Das ist das Bandel, das Ordensbandel des St. Stanislaus Orden. Ich wurde gebeten, etwas mitzunehmen, was mir wichtig ist. Ich habe lang hin und her überlegt, das. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist doch das mir das Wichtigste. Es ist ein Bandel, aber es ist eigentlich ein Band der Freundschaft, das wir international hochhalten und das uns international verbindet. Und das ist etwas Schönes. Ich war jetzt letztes Wochenende in Bamberg, habe dort Freunde getroffen aus dem Orden, aus anderen Vereinigungen. Und dieses Band
verbindet uns. Ganz wildfremde Menschen, die ich noch nie vorher gesehen habe, aber sie sind sozusagen im übertragenen Sinn mit dem Band des Stanislaus-Orden miteinander verbunden. Und ich finde, das ist etwas Schönes, das ist mir wichtig. Das ist auch ein schönes Symbol in unserer Zeit der Kriege und der Zwistigkeiten zwischen Ethnien und Religionen, dass man etwas Völkerverbindendes, Geschwisterliches als Symbol hat, ein Band, ja, Band verbindet. Die Farben, die hier gezeigt werden, hat es da was auf sich in der Symbolik? Diese Farben, ja, Rot und Weiß ist natürlich die Farbe der polnischen Fahne. Ja. Dass das Band so ausschaut, bitte, da müssen Sie sich an den König Stanislaus August wenden, der hat es erfunden. Das wird schwer sein. Aber noch einmal zur Erinnerung auch für unsere Zuseherinnen und Zuschauer. Sie sind als Präsident des Stanislaus-Orden hier in Österreich zuständig und ein Orden, der allen offen steht, ein Orden, der Gutes tut, der karitativ tätig ist und der obendrein auch wahrscheinlich jedem das Gefühl gibt, wenn man dabei ist, man ist mit Menschen zusammen, mit denen man sich gut versteht. Es ist ein Band der Freundschaft, das uns miteinander verbindet. Mhm. Und das ist etwas sehr Schönes, weil wir wissen ja, dass es im vorgerückten Alter, ich meine, ich bin jetzt 65, schwierig ist, neue Freunde zu finden. Man kennt die Freunde von früher, aber neue Freunde zu finden ist immer ein bisschen schwierig. Der Stanislaus-Orden hat es unseren Mitgliedern ermöglicht, neue Freundschaften zu schließen. Auch dafür ist das Band ein gutes Symbol. Es ist nicht nur international, es ist auch national, es ist auch zwischenmenschlich ein Band, das verbindet. Vielleicht auch ein bisschen so ein Aufruf an Menschen, die sich interessieren und sagen, na, das würde ich mir gerne mal anschauen. Was muss man denn da machen? Wohin wendet man sich? Ja, es ist ganz einfach. Man googelt das einfach. Man wendet sich an seinen eigenen Computer oder das Handy und gibt ein St. Stanislaus Österreich. Und dann sieht man uns schon an erster Stelle auf der Suchseite. Und gibt es bei diesem Ritterorden auch verschiedene Grade? Es gibt Grade der Mitgliedschaft, aber das ist mehr vereinstechnischer Natur. Wir sind ein egalitärer Verein. Wir sind ja nicht beim Militär, dass man verschiedene Hierarchien einführt. Die einen haben was zu sagen und die anderen nicht. Wir arbeiten alle zusammen. Wir arbeiten zusammen, anderen Menschen zu helfen. Und mal hat der mit dem höchsten Grad eine Idee, dann hat der mit dem niedrigsten Grad eine Idee. Das ist eigentlich nur Schmuck. Das hat wenig Bedeutung. Also wir können also festhalten, ein Orden, in dem die Geschwisterlichkeit groß geschrieben wird, der völkerverbindende Aspekt. Absolut, in einer Zeit von Kriegen und politischen Spannungen in der Welt, ein Ort des Friedens und der karitativen Tätigkeit, dem Denken der Freundschaft, Freundschaft und der Mildtätigkeit für Kinder und denen es nicht so gut geht. Also etwas, das man vielleicht vielen Menschen ans Herz legen könnte, sich mal näher damit zu beschäftigen. Und wenn Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das auch einmal kennenlernen wollen, also St. Stanislaus Orden, einfach googeln. Ich sage Dankeschön, Herr Dr. Graf, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Nette Leute. Vielen herzlichen Dank.